Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Eiko und ich haben gerade ein Video für euch abgedreht. Und zwar endlich Eikos Fell bzw. Eikos komplette Pflegeroutine. Also alles, was den kompletten Hund betrifft. Es ist super heiß hier und wir sind dabei leider förmlich zerflossen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Kauderwelsch gesprochen. Man kann mich verstehen. Also ich musste tatsächlich das Ganze einmal unterbrechen, nochmal von vorne drehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie mich tausendmal versprochen habe und dann, ich kann das nicht so gut abhaben. Also wenn so ein paar Versprecher drin sind, ist das okay für mich. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss jeden Satz dreimal neu anfangen, weil ich nur Quatsch erzähle, dann kann ich das nicht mehr so gut. Ja, Eiko hat tapfer durchgehalten. Dem ist auch einfach nur heiß. Und der hat gar keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt gleich spazieren. Und dann gibt es auch Futti für Eiki. Wir fangen im Moment morgens wirklich super früh an zu arbeiten und können dann auch früher Feierabend machen. Das ist auch ganz im Sinne meiner Klienten, wobei mir ganz viele auch abgesagt haben, die bei den Temperaturen gar keine Lust haben, irgendwelche Termine wahrzunehmen, was ich auch super verstehen kann. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, fangen wir relativ früh an. Und morgen möchte ich tatsächlich mit Eiko, also wir haben jetzt immer so 6:30, 7 Uhr angefangen. Morgen möchte ich aber tatsächlich um 6 Uhr im Büro sein, denn wir fahren ja in den Urlaub und ich muss jetzt vorm Urlaub noch extrem viel Schriftkram erledigen. Und das kann ich tatsächlich am allerbesten, wenn es super früh ist und mein Gehirn noch relativ frisch ist, es noch nicht so warm draußen ist, funktioniert das richtig gut. Ich habe heute Morgen, konnte ich innerhalb von knapp 2 Stunden einen kompletten Bericht schreiben. Dafür brauche ich sonst, wenn ich das irgendwie in den Nachmittagsstunden mache, 3 bis 4 Stunden. Also es ist deutlich effektiver, wenn ich ganz früh morgens anfange. Eigentlich bin ich auch ein Morgenmensch. Nur im Moment ist es halt durch die Hitze so, dass ich relativ spät immer erst einschlafe und das frühe Aufstehen mir dann doch manchmal schwerfällt. Wenn ich dann aber erstmal wach bin und unterwegs bin, dann ist alles wieder gut, dann ist das gar kein Problem für mich und für ihn sowieso nicht, denn er liebt es, morgens mit mir spazieren zu gehen, weil dann einfach draußen noch kühle Luft ist und er, ja, jung und wild sein kann, umherspringen kann. Gefällt ihm natürlich deutlich besser als das Warme da draußen jetzt. Wir haben jetzt 6:15 und wir fahren jetzt in den Wald, gehen ein bisschen spazeln und kommen dann zurück. Aber das habe ich schon gesagt. Ja. Guten Morgen, Leute. Heute ist Freitag, mein letzter Arbeitstag vorm Urlaub. Und Eiko und ich machen uns gerade auf unseren... Nee, wir sind gerade auf unserer Morgenrunde unterwegs, mein Gott. Wir haben jetzt 6:15 und wir haben schon 22,5 Grad. Es ist kaum zu glauben. Wirklich Wahnsinn. Heute erwarten uns nochmal 35 Grad und ich habe echt so langsam das Gefühl, dass sich meine Gehirnmasse aufweicht und ich nicht mehr klar denken kann. Naja, so wie es aussieht, werden wir noch etwas länger solche Temperaturen haben oder sagen wir mal so um die 30 Grad herum. Zumindest war das so die Prognose. Mein Gott, hier ist es manchmal morgens echt gruselig, weil hier so viele Hasen sind. Aber Gott sei Dank interessiert Eiko das nicht großartig. Toi, 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 zumindest ist es bisher so, dass er da jetzt nicht unbedingt meint, er müsste jedem Hasen hinterherrennen. Hm, Fusselchen? Ja. Eiko war gestern richtig fertig, weil es gestern so warm war bei uns in der Wohnung. Und wir haben ja gestern auch ganz, ganz früh angefangen zu arbeiten und auch früh wieder Feierabend gemacht. Ja, aber es ist einfach echt unerträglich bei uns. Ich bin super gespannt, wie das Ganze in dem Haus ausschaut, was wir hier gebucht haben. Ob es da ein bisschen kühler ist oder ob es da ähnlich sein wird. Mal schauen. Hallo, Eiki. Hallo, wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Ich habe gerade zwischenzeitlich Eiki schon einmal nach Hause gebracht, weil ich noch zum Arzt musste, ein Rezept abholen und zu Paribal, Eikis Futti, kaufen. Da ist die Ausbeute. Wir brauchen ja ein bisschen mehr jetzt für 2 Wochen Urlaub. Normalerweise, ja, wenn wir eine Woche in Urlaub fahren, dann ist das nicht ganz so viel. Aber jetzt für 2 Wochen brauchen wir eben ein bisschen mehr. Richtig, Eiki? Und es hat leider nicht alles hier reingepasst, sodass ich dann doch noch eine Tüte mitnehmen musste. Ja, und ich habe noch eine Information für euch,
die vielleicht ganz spannend ist. Ihr wisst ja, dass wir mehrere Arztbesuche mit Eiko hinter uns hatten und naja, das Ganze fing im Prinzip letztes Jahr irgendwann im Herbst an und daraufhin wurde uns dann eben gesagt, dass Eiko wahrscheinlich eine Futtermittelallergie hat gegen Rind und das klang auch alles sehr schlüssig und ja, wir haben das auch irgendwie vermutet, dass er gegen Rind allergisch ist und haben das dann ausgeschlossen. Ja, aber immer wieder ist es ja passiert, dass Eiko sich dann trotzdem gerupft hat und dass er ja, Juckreiz hatte und sowas. Letzten Endes sind wir dann irgendwann an einen Arzt gestoßen, der uns gesagt hat, bitte vergesst einfach diese ganze Futtermittelallergie und alles, was man darüber hört, liest, sieht. Versuchen Sie es, geben Sie Ihrem Hund einfach alles, also auch wieder Rind. Weil irgendwie war dann im Verdacht, dass Eiko dann noch auf Hähnchen allergisch sein könnte, weil er ja sich auch wieder gerupft hatte. Letzten Endes hat er einfach eine Flohspeichelallergie und reagierte einfach ultra stark drauf. Also wirklich mit Pusteln, mit Haarverlust und mit ganz extremen Juckreiz. Und Eiko bekommt jetzt wieder Rind seit, keine Ahnung, jedenfalls noch nicht lange. Und siehe da, kein Problem. Eiko hat einen wunderbaren Stuhlgang. Er liebt Rind, wirklich. Er hat Rind immer geliebt. Viel lieber als alles andere, was er je von uns zu essen bekommen hat. Und er ist, glaube ich, sehr, sehr glücklich, dass er wieder Rinderwurst bekommt und auch Rinderkopfhäute, Rinderlunge und sowas alles. Und er hat keinerlei Beschwerden. Ach genau, woher im Übrigen ansonsten seine Nervosität damals gekommen ist, Durchfälle und sowas, das ist einfach die Pubertät gewesen. Denn Eiko ist aufgetreten, es ist das erste Mal, wo er etwas über ein Jahr alt gewesen ist und da ist er halt gerade in die Pubertät gekommen und Eiko hat einfach, bevor er jetzt diesen Kastrationschip eingepflanzt bekommen hat, ultra starke Probleme mit läufigen Hündinnen gehabt, wobei ich sagen muss, so, ne, also wir sind jetzt vor, war das diese Woche oder letztes Wochenende, ich weiß es nicht mehr, sind wir einer läufigen Hündin begegnet und die haben schon signalisiert, so hey, geht gerade nicht spielen, funktioniert gerade nicht, denn unsere Hündin ist läufig. Und das hat Eiko trotz Chip ganz schön buschig gemacht. Er hat jetzt nicht angefangen, wieder zu jaulen oder angefangen, Futter zu vermeiden, aber er war schon ziemlich störrisch an der Leine. Also so hundertprozentig funktioniert der Chip, was das betrifft, nicht. Ich weiß nicht, wie kastrierte Hunde dann tatsächlich auf läufige Hündinnen reagieren, ob sie das einfach super ignorieren. Das werden wir dann sehen, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Jedenfalls hat er augenscheinlich keine Futtermittelallergie, worüber ich super happy bin, weil Eiko jetzt einfach wieder sein Lieblingstier zu fressen kriegen kann und das ist Rind. Und vor allen Dingen eben auch die Rinderkopfhaut. Das sind einfach die besten Zahnbürsten für Hunde. Und schaut euch dieses glückliche Hundegesicht da unten an. Eiki, das ist deine Lieblingsknabberei, ne? Ja, und jetzt kriegst du sie endlich wieder. Das ist so schön, hm? Die alternative Pferdekopfhaut hat Eiko gar nicht gerne gegessen. Ja, und eben auch wieder die Paribal-Rinderwurst mit Gemüse. Ja, die müssen jetzt erstmal alle in die Tiefkühltruhe und dann werden sie morgen eingepackt und mitgenommen. Wer sich jetzt fragt, wovon ich gerade zum Teufel gesprochen habe, der kann gerne mal hier oben nachschauen. Ich verlinke euch da ein Video, da habe ich ausführlich über Eikos Tierarzt hin und her berichtet und auch über Eikos Schwierigkeiten, die er hatte. Eiko geiert hier voll auf diese Rinderkopfhaut. Ich muss unbedingt packen. Ich muss Eikos Tasche packen. Ich muss meine Sachen noch packen. Den Fresskorb für meinen Freund und mich, den habe ich schon gepackt. Hier ist alles Mögliche drin für die ersten Tage. Wir bleiben ja 2 Wochen dort. Das wird jetzt nicht 2 Wochen halten. Aber immerhin ist das so eine Grundversorgung. Jo. Hier habe ich Eikis Futti-Tasche. Hier kommen jetzt Eikos Knabbereien hinein, die wir mit in den Urlaub nehmen. Und da wir 2 Wochen wegfahren, brauche ich auch ein bisschen mehr als sonst. Genauso wie beim Futter halt. Dann habe ich hier noch 2 Hirschnackenseen. Die mag Eiko auch total gerne. Das sind übrigens auch super Hundezahnbürsten, weil die so schön hart sind. Die kommen auch mit.
Hier habe ich noch eine offene Packung Putenhälse. Und die werde ich jetzt auch mal einpacken. Ich möchte sie nicht so ewig lange offen halten bei der Hitze. Und die sind besonders toll, wenn wir irgendwie ja was Anstrengenderes gemacht haben. Dann ist das ein super Booster. Powerfood für Hunde. Dann habe ich hier noch eine Packung von dieser Riesenbestellung, die ich da vor einigen Wochen getätigt habe. Denn diese Snackies gab es, also diese Hühnerbrustfilets gab es in einem Riesenpaket deutlich günstiger. Das ist jetzt die letzte Packung, die wir noch haben. Die kommt auch mit. Dann habe ich hier noch eine Packung Tails and Tails gepimpt mit Shrimp. Das ist so im Prinzip der einzige Fisch, den Ico wirklich mag, außer Thunfisch aus der Dose, das mag er auch gerne. Aber eben auch die Fischgeschichten hier von Tails and Tails. Neu für uns entdeckt haben wir Euter-Sticks. Die habe ich bei Checker gefunden. Das ist einfach Euterfleisch, getrocknet, ohne irgendwelche Zusätze. Und darauf fährt Ico auch total ab. Diese Packung hier ist gerade noch offen. Das sind Leckerlis bei uns. Also eigentlich ist es, glaube ich, ein Vollwertfutter, was man Hunden auch geben kann. Aber wir nutzen sie als Leckerlis. Das ist einmal Hypoallergen, Insekt und Lecker. Also tatsächlich aus Insekten und Kartoffelflocken. Mag Ico richtig gerne. Und natürlich die Rinderkopfhäute. Ich glaube nicht, dass Ico das alles verzehren wird in den 2 Wochen, aber ich nehme da lieber ein bisschen mehr mit als zu wenig. Und ja, schauen wir mal. Puh, ich habe mich jetzt gerade noch mal umgezogen. Ich war so nass geschwitzt und ich möchte das Kleid, was ich vorhin anhatte, gerne mitnehmen. Deswegen habe ich es jetzt noch mal in die Wäsche gepackt. Ich habe so eine coole Funktion, da geht das relativ schnell. Ja. Was ich jetzt auch noch einpacke, was ich vergessen hatte, sind diese beiden Päckchen hier von Hermanns Manufaktur, Bio-Gans und Bio-Ente. Diese 2 Packungen hatten wir in der letzten Lieblingbox drin. Und die hatte ich mir ja vorgenommen, nehme ich mit in den Urlaub, um sie dort einmal zu testen. Also beispielsweise nach einer anstrengenden Wanderung als extra kleine Mahlzeit oder wenn wir unterwegs sind oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall im Urlaub zu verwenden. Richtig, Ike? Du geierst schon wieder hier hinterher, ha? Fussel. Du kannst doch nicht immer Hunger haben, mein Schatz. Übrigens hat Ico, seitdem er den Chip drin hat, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Vlog schon gesagt habe. Er ist total verfressen geworden, wirklich. Das war Ico noch nie. Aber seitdem dieser Hormonchip in ihm drin steckt und er jetzt tatsächlich Wirkung zeigt, ist er total verfressen. Aufpassen, dass du nicht fett wirst. Hm? Außerdem habe ich jetzt Icos Tasche schon gepackt, Icos Kultur, ein Handtuch, ne, 2 Handtücher habe ich eingepackt, Spielzeug, noch so eine kleine Tasche, wo ja Leckerlis reinkommen für zwischendurch. Leinen habe ich mitgenommen, Halsbänder. Die Kühlmatte werden wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und ich wollte noch eine Decke einpacken. Das mache ich jetzt. Hallo, wir sind mittlerweile in unserer Unterkunft angekommen. Oh, und es ist so verdammt heiß. Auch hier ist es einfach so mega, mega, mega heiß. Und mir läuft die Suppe so runter. Leider ist unser Haus hier jetzt auch nicht so super kühl. Ja, ich würde sagen, ich mache noch eine ganz kurze Wohnungshausführung. Und dann wird dieser Vlog hier auch beendet. Und im nächsten Vlog seht ihr dann, was wir hier alles so erleben. Also fangen wir mal hier an. Hier haben wir den Garten. Da eine kleine Sitzecke, eine Liegeecke. Da hinten ist Icos Ecke, der legt sich da gerne in den Schatten. Hier ist ein Grill. Ein kleiner, aber feiner Garten. Dann haben wir hier das Wohnzimmer, Sitzecke, Tisch, Fernseher und den Kamin hier. Den werden wir aber auf jeden Fall nicht gebrauchen. Hier ist die Essecke, Icos Bett und Ico. Hier liegen auch einige Sachen von Ico rum. Dann haben wir hier die Küche. Die ist wirklich richtig toll. Also die hat echt alles, was man braucht. Und vor allen Dingen, was ich ganz klasse finde, ist ein riesiges Eiskühlfach. Und da sind ja Icos Würstchen untergebracht. Echt richtig gut. Dann haben wir hier den Eingang. Und ja, da ist unser Fresskorb. Jetzt gehen wir mal die Treppen hier hoch. Hier ist der Flur.
Unsere Koffer haben wir noch nicht ausgepackt. Dann kommen wir hier ins Schlafzimmer. Hier ist der Schlafzimmerschrank und das Bett. Dann geht es weiter durch den Flur. Kommen wir dann hier ins Badezimmer. Waschbecken, Toilette, Dusche, Badewanne und eine Sauna. Aber ich glaube, auch wenn es so heiß draußen ist, die nächsten Tage soll es etwas kühler werden, dann werde ich die hier auch nutzen. Ich mag es nämlich ganz gerne, in die Sauna zu gehen. Zumindest, wenn ich dann nur alleine drin bin oder mit meinem Freund. Hier ist ein kleiner Ausblick. Ich mache das mal so. Hier seht ihr die Treppe, die hochführt zur Kirche und zum Schloss. Und da gibt es so einen tollen Schlossgarten. Und an diesem Schlossgarten waren wir jetzt gerade schon spazieren. Riesig groß. Und es ist einfach kein Mensch da gewesen. Eiko konnte dort freilaufen. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch ein Zimmer quasi für Kinder. Und ja, das hier wird unser Kofferzimmer, denke ich. Und hier könnt ihr jetzt noch mal rausschauen. Das ist hier einfach super schön alles. Bisschen abenteuerlich, hier die Straße hochzukommen. Die ist wirklich super steil. Aber es ist alles sehr, sehr historisch. Das gefällt mir richtig gut. Das Haus hier ist erst im Dezember 2017 fertiggestellt worden. Und es gibt zwei Häuser dieser Art. Das andere Haus befindet sich direkt neben uns. Da sind allerdings keine Hunde erlaubt. Nur in Haus 1, wo wir jetzt drin sind. Mich hat der Preis total überrascht. Also ich fand es für das, was man hier geboten bekommt, also es ist ja wirklich top ausgestattet, ganz neu, wunderschön und man zahlt wirklich nicht viel hier im Harz. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Wenn man das jetzt einfach mal mit der Nordsee oder der Ostsee vergleicht, ist das hier wirklich recht günstig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im Winter teurer ist. Ich weiß nicht, ist der Harz irgendwie mehr so winterurlaubsmäßig? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Ich fand es aber echt verhältnismäßig günstig. Herrchen kauft gerade ein und wir schwitzen uns hier kaputt. Wir werden jetzt die Zeit hier noch genießen und damit verbringen eigentlich, dass wir die Koffer auspacken, dass wir hier erstmal ankommen und Aiki muss erstmal so ein bisschen runterkommen. Schaut euch Aikos Auge an, das ist sowas von heftig am Tränen, weil es so warm draußen ist. Dann dreht es immer besonders stark und der ist auch einfach fertig. Die Hitze macht ihn wirklich kaputt. Also wir schwitzen schon wie Sau, dann will ich gar nicht wissen, wie es Aiko geht. Der muss sich jetzt erstmal hier ein bisschen akklimatisieren. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Vlog wieder, dann könnt ihr, ja, bekommt ihr ein paar Einblicke vom Harz. Wie gesagt, heute waren wir schon am Schlossgarten, das ist super schön, da nehme ich euch dann beim nächsten Mal mit. Und auch so wollen wir uns hier nicht nur Blankenburg anschauen, sondern eben auch die Umgebung. Wir wohnen hier relativ nah an der Teufelsmauer, das werden wir uns auch noch anschauen. Aber wir müssen halt gut gucken, dass wir Aiko nicht überfordern, weil es einfach zu warm ist. Und die nächsten Tage soll es eben auch noch sehr heiß bleiben. Deswegen werden wir nicht allzu viel wandern gehen. Höchstens mal in den sehr frühen Morgenstunden. Ansonsten müssen wir uns da ein bisschen einschränken. Ist aber auch gar nicht weiter schlimm, denn das Haus ist echt schön und ich glaube, hier kann man echt einen super chilligen Urlaub genießen. Also meine Lieben, macht's gut. Bis bald. Tschüss.